Als Sauron Lendelen in Barad-dûr quälte, waren seine Feinde nicht untätig. Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Herr der Ringe Online. Heute geht es weiter mit Kapitel 12.5, das Ende der Geschichte. Lendelen ist im letzten Let's Play gefangen worden und es kam raus, Achtung Spoiler, Lendelen ist Gandalf gewesen vor vielen, vielen, vielen tausend Jahren. Jo, und jetzt sind wir gerade in der aktuellen Zeit und es geht wieder in die Vergangenheit. Also das, was hier alles steht, das solltet ihr euch kurz durchlesen, damit ihr die Geschichte gerade wisst. Wir springen wieder in die Vergangenheit und werden die Belagerung von Barad-dûr uns weiter anschauen, werden sehen, was Elrond damals und Glorfindel damals erlebt haben, werden weiter erklären, wie denn dann der Krieg gegen Sauron weiter verlaufen ist. Also im Moment bin ich in der normalen Zeit und dann gibt es immer die Belagerung und die ist in der Vergangenheit. Aber dann sieht auch das meistens an der Map, also das kann man schon erkennen. Gut, Elrond, dann erklär mal, wie es weitergeht. Ich erinnere mich, dieser Tag hat sich tief in meine Seele gebrannt. Der dunkle Herrscher schickte alle Armeen, um seine Feinde doch noch zu vernichten. Im letzten Let's Play sind wir nach Barad-dûr rein über einen Geheimgang. Dort wurde ja Lendelen dann gefangen und wir haben ihm die Macht über eine riesige Armee genommen. Aber ihr habt es gerade gehört, er hat trotzdem noch seine ganzen Leute angreifen lassen. Und ich kann euch nur empfehlen, lest euch das hier kurz durch. Heute habe ich hier ein sehr geschichtslastiges Let's Play. Also es werden viele, viele von diesen Textwellen, Wall of Text sagt man so gerne, kommen. Also es wird viel erzählt und wichtig ist halt nur, dass wir jetzt in der Geschichte so weit kommen, dass wir aus der Belagerung mal weg sind und dann auch nach Minas Morgul können, also auch in die Stadt können. Ja, die fast wie Minas Tirith aussieht, nur von Toten belagert oder von Toten beherrscht. Jo, und jetzt machen wir hier mal weiter. Das war jetzt 12.5. So schnell geht's. Da kriegt man auch schon eine Klasseneigenschaft für. Und eine Belohnung. So, naja. Nicht so hübsch. Aber immerhin ein neuer Umhang. Vom Gegenstandslevel her ist es auch besser als das, was ich hab. That day, as battle raged upon Gorgoroth, the fates of many were decided. Gil-galad and Elendil challenged the Dark Lord. And he answered with a power none could resist. But as the enemy toyed with his foes, the kings of elves and men struck. It was their greatest deed and their last. And after, as payment for so many losses, and Wirgild for his father's death, Isildur claimed his prize. The Ruling Ring. Sauron war besiegt, zu einem hohen Preis. Die Zwischensequenz gab es leider nicht auf Deutsch, die wurde nicht übersetzt, aber jetzt habt ihr sie auf Englisch gesehen. Wenn ihr auf dem deutschen Client spielt, seht ihr die auch gar nicht. Dann wird die gar nicht angespielt. Also ihr müsst auf Englisch dann umstellen, um das zu sehen. Und jetzt beginnen wir mit 13.1. Sauron war besiegt, zu einem hohen Preis. Es bleibt weiter geschichtslastig. 2 Jahre Frieden. Ja, Sauron war also besiegt. Jetzt hören wir es gerade das dritte Mal. Und ihr seht, es war 2 Jahre lang Frieden. Und natürlich sehr viel Trauer, weil viele verloren wurden. Viele Leben
viele Freunde. Sprecht mit dem Schatten von Isildur, der ist nämlich immer noch wichtig. Der ist immer bei uns und dem helfen wir so in diesem Buch. Wir sind ja immer noch im Schwarzen Buch von Mordor. Die Jahre nach dem Sieg über Sauron sind für mich etwas verschwommen. Jo, es ist lange her, deshalb weiß er es nicht mehr. Und ihr seht auch, er erklärt hier kurz, was alles passiert ist mit Eidsteinen und Schwüren und was sonst noch so war. Sogar, doch ich sehe das Gesicht des Verräters nicht und kann mich nicht erinnern, was geschah. Das ist nämlich das Problem. Er hatte ja den Ring und ist dann losgezogen und jetzt hat er den Ring nicht mehr. Er wurde nämlich umgebracht, deshalb ist er nämlich jetzt hier ein Geist. Und der Ring ging verloren. Das ist so eigentlich so die Geschichte, die er hier so erzählt. Und ich sag's mal wieder, lesen bildet. Ich bin jetzt mal ruhig. Gandalf streicht über seinen Bart und nickt. So bittet der Zauberer um Aufmerksamkeit. Was bedeutet diese Vision? Ja, ich weiß, von welcher Kammer Isildur spricht. Hier jetzt nochmal die Erklärung. Also, Isildur in den Schwertefeldern umgekommen, ist erstmal sehr wichtig. Und dann der Einring ist auch nicht mehr da. So. Das die Infos und dann natürlich die Infos, was ist generell so passiert bei Sauron, bei seinen Dienern, die noch da waren und mit den Überresten von Isildur, von Lendelen und so weiter. Es ist halt sehr viel Info, aber das Wichtige ist, jetzt gleich können wir endlich hier weg und mal nach Grimbeorn. Wir gehen gleich mal wieder ins Beoringerhus und schauen uns mal wieder was Erfreulicheres an, aber es bleibt geschichtslastig, wir haben heute ein richtiges Story-Let's Play. Wir sind schon eine Weile fort und Grimbeorn könnte sich um euch sorgen. Na, dann wollen wir uns doch mal auf den Weg machen. Jetzt haben wir auch erstmal genug gelesen, obwohl, jetzt geht's ja weiter. Der Zauberer und die Elben sind nicht fort? Wenn sie bleiben, müsst ihr immer noch meine Aufgaben erledigen. Und damit beginnt Kapitel 13.2, Grimbeorns Unterricht. Unterbricht? Grimbeorn unterbricht? Okay. Ja, Feuerholz sammeln, Orks erledigen, Warge erledigen. Und dann kriegen wir ein 400er Beutel-Item. So, eine Quest. What do we have here? So, und dann noch eine Bitte von einem Gelehrten, aber da geht es so ein bisschen ins nächste DLC, ins nächste Update, Update 26. Greetings. Auch hier, Update 26 machen wir noch nicht, wir bleiben noch in Minas Morgul mit Update 25, aber ihr seht schon, bald geht es woanders hin. So, nochmal hier kurz fragen, ich habe alles erledigt. Ja, sehr schön, wirklich. Alles an Aufgaben fertig. Und nun gehen wir zum Waldtor am Rand des Erin Lasgalen. Ja, da sind noch ein paar Elben am Waldtor. Also zum Wald hin. Düsterwald hin. Und mal gucken, was die uns so erzählen jetzt. Ob sie alles unter Kontrolle haben. Ich bin mal schwer gespannt. Auf geht's.
In der Nähe vom Waldtor liegen mehrere tote Orks. Ein Stoßtrupp Orks wollte den Wald verlassen. Ihr seht ja, was aus ihnen geworden ist. Ja, ich würde mal sagen, die Elben haben alles unter Kontrolle. Aber wir wollen mal die toten Orks durchsuchen, was sie denn so dabei haben. Vielleicht irgendeinen Hinweis. Diese Orks schienen die pure Verzweiflung anzutreiben. Okay, da gucken wir doch mal genau hin. Was haben wir denn da? Ihr durchsucht den Ork, findet aber nichts, was seine Anwesenheit hier erklärt. Dieser Ork trägt das Symbol Ugrokors, des Hauptmanns der Grube. Ihr findet nichts Interessantes an dem toten Ork. Dieser Ork starb mit gezücktem Schwert, doch es schützte ihn nicht. Sie würden uns niemals grundlos herausfordern und haben einen hohen Preis bezahlt. Also muss es ja irgendwas Wichtiges gewesen sein. Sucht in den Beoringer Landen nach dem Versteck des verschwundenen Orks. Sucht weiter südlich. Okay, dann müssen wir nochmal gucken, wo dieser Ork denn jetzt ist. Machen wir uns wieder am Weg. Vielleicht hat unser Ork Spuren hinterlassen. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Aber, oh, da sind viele Punkte. Da läuft man sich jetzt im Wolf. Ich kürze das natürlich wieder für euch ab. Sonst dauert es einfach zu lange. Da haben wir ein Versteck. Guckt mal da. Mitten im Wald. Ihr habt das Versteck des verschwundenen Orks gefunden. Er ist tot. Doch er hat eine zerknitterte Nachricht bei sich. Okay. Dann können wir uns die mal angucken hier. In der Nachricht wird etwas namens Falschgurt erwähnt. Was Gandalf interessieren könnte. So, hier das ist die Nachricht. Ugrokor, der ist auf jeden Fall wichtig, dieser Hauptmann der Grube. Und dieses Falschgurt. Kann es vielleicht sein, dass das bei Minas Morgul ist? Dass wir uns da wohl demnächst hinbegeben? Ich würde sagen, ja. Weil jetzt dauert es nicht mehr lang, dann sind wir in Minas Morgul. Also ich kann euch schon mal ein bisschen spoilern. Noch ein, zwei Let's Plays. Eigentlich sind wir ja schon im Update 25 in Minas Morgul. Also eigentlich spielen wir schon Inhalte davon. Aber wir sind halt noch nicht in dem Gebiet, wo diese Stadt ist. Kommen wir aber noch hin. Und das dauert gar nicht mehr so lange im nächsten Let's Play. Seht ihr auf jeden Fall was davon. Heute wird noch ein bisschen Geschichte erzählt. Wie gesagt, wir sind noch nicht durch. Es wird noch nicht viel gekämpft. Und jetzt geht's wieder zurück. Ah, das sieht schon schön aus hier. So, im Beoringer Huss. Oh, ihr seid zurück. Was gibt es? Jo, ich bin zurück und hab was von Falschgurt gehört. Ich muss mit euch reden, Garion. Oh, da haben wir ein schönes neues Beutel-Item jetzt. Das ist doch schon mal super. Immer ein bisschen mehr von der Gegenstandsstufe hochkommen, muss auch mal sein, wenn man so die ganze Zeit hier questet. Mir war, als hätte ich etwas im schwarzen Buch übersehen. Und so. Ich hatte recht. Und jetzt springen wir wieder ins schwarze Buch hinein. Jetzt wird wieder von damals aus dem Buch erzählt. Das ist immer ganz cool so, eigentlich so ein bisschen fantasievoll in dem Buch rumlaufen. Und dafür, ja, müssen wir in eine Instanz. Das Bild der Erinnerung. Ich habe etwas Verstörendes entdeckt. 13.3 sind wir jetzt schon. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt noch rein. Ne? Wir haben noch Zeit für heute. Also eine Runde ins schwarze Buch von Mordor. Also hört nun meine Worte und auch Woins Worte. Woin hat das schwarze Buch geschrieben und das Buch haben wir gefunden in Jahren fast. Also in der Zwergenfestung in den Eisenbergen. So, aus meinen früheren Studien des Schwarzen Buches wissen wir, dass Woin im Grauen Gebirge dem Elb Magodir begegnet ist und Freundschaft mit ihm geschlossen hat. So, wir sollen durch die verworrenen Gänge laufen. Und dort sehen wir dann gleich das Graue Gebirge. Wie es denn damals wohl aussah? Warum hielt Woin es für angebracht, über diesen Elben zu schreiben? Über diesen Magoldir? Das ist eine gute Frage. Kriegen wir heute vielleicht raus. Wir müssten in diese Halle der Erinnerung zu Woins Bericht über das graue Gebirge zurückkehren.
Da oben ist auch schon offen. Dann würde ich sagen, kann man da lang. Wenn diese Nebelwand verschwindet. So, und jetzt sind wir hier in alten Erinnerungen. Gandalf blättert durch die Seiten des schwarzen Buchs. Und da kommen wir an. Was hat Voin über dieses Treffen zu sagen? Hört zu, Gary. Halt, Fremde. Wer seid ihr und was wollt ihr? Sieh an, ein Zwerg. Man nennt mich Maguldir. Ihr habt nichts von mir und meinen treuen Gefährten zu befürchten. Ihr seid ein Elb. Das ist wahr. Die Berge sind kein Ort für Elben. Das halte ich für weniger wahr, Herr Zwerg. Wir gehen dorthin, wo das Böse lauert, und bekämpfen es. Maguldir war bei seinen Abenteuern nicht allein. Ich habe herausgefunden, wer seine anderen Begleiter waren. Denkt darüber nach, dann werde ich euch erzählen, was ich herausgefunden habe. Undeutliche Gestalten. Es waren Ritter aus Gondor, die in den Jahren nach der Schlacht von Fornost weit ab der Heimat das Abenteuer gesucht haben. Sie haben die versprengten Widerstandsnester der Angmarin im Gebirge gesucht und vernichtet. Dies waren ihre Namen. Urulan. Makilnis. Kalatur. Und Silmatar. Ganz am Ende des Schwarzen Buches werdet ihr die nochmal sehen. Also vor allen Dingen die Kalatur. Ihr kennt diese Namen, Garion, und ich auch. Und ihr kennt den Namen dessen, dem sie ihre Treue geschworen haben. Noch eine undeutliche Gestalt. Und das ist er nur. Der König von Minas Tirith. Ganz, ganz früher. Bevor er König von Gondor wurde, war er sein Prinz. Ein Prinz, würde ich sagen. Während sein Vater Eärnil von Minas Anor aus regierte, diente er Gondor im Norden. Eärnil ist der Vater. Er nur kämpfte mit seinen Rittern in Fornost und dort trafen sie auch Maguldir. 20 Jahre lang nach der Schlacht von Fornost haben sie versucht, die Bedrohung durch Angmar für immer zu beenden. Ihr Weg hat sie ins Graue Gebirge geführt, wo sie schließlich Voin und den Zilugra begegnet sind. Ja, Gary. Voin ist ein Zilugra, so nennt sich die Zwergenart. Voin verschleiert zwar den Namen, aber er schreibt von Eärnur. Ja, und der kommt noch auf der Eärnur in der nächsten Zeit. Von eben jenem Eärnur, der später Mordred wurde, der falsche König von Angmar. Jener Eärnur, der die Armeen von Mordor unter dem Namen Gothmog befehligt hat. Also der war Mordred, Gothmog, Eärnur. Er bereitet uns immer noch Ärger und selbst in diesem 1000 Jahren alten Buch ist seine Gegenwart noch zu spüren. Und fertig. Ich hätte es wissen müssen, Gavin. Ich hätte die Zeichen erkennen müssen. Gothmog war in all seinen Formen für so viel Leid verantwortlich. Und wenn ihr euch das jetzt durchgelesen habt, haben wir auch Kapitel 13.3 fertig. Das Bild der Erinnerungen beenden wir heute auch. Und danach beginnt natürlich, was ist logisch, 13.4. Ich lasse euch jetzt das in Ruhe lesen. Ihr guckt 13.4 nochmal. Und dann geht's beim nächsten Let's Play weiter. Also jetzt ist erstmal Schluss.
mit der Geschichte. Aber ihr seht ja, ist noch was zu lesen. König Elessar hat Prinz Faramir beauftragt, das Böse aus Imlad Morghul zu vertreiben. Macht's gut, bis demnächst. Bye bye.